Fragt den mal, ob Ey, er spot alleine hier oben herkommt. gerade. Ja, naja, ich Weißt du, habe wer es jetzt ist? Arctic unten, also hier check nicht im Visier und bin jetzt hier. Gut. Sie warten jetzt einfach mal hier. Sie können aber Hat von immer mir aus noch einer anzwenden. von euch die Straße am Strand im Blick? Ja, ich gucke genau in die andere Richtung. So, Herr Check, haben Sie geschrieben? Sehr freundlich. Haben Sie Poschi, könnte was oh, kommen. lest ihr das gerade? Poschi has robbed Pfister 3,2 Millionen. Ja, das ist BDR. Ja, die pushen sich damit. Okay, was haben Sie denn Emotionales geschrieben? Ja, er hat einen schönen Text geschrieben. Festgehalten werde und dass ich hier Qualen durchleide und dass ich um meine Familie fürchte und dass mir dringend geholfen werden muss, weil ich sonst exekutiert werde und dass ich wirklich an meine Familie denke und dass sie so schnell wie möglich kommen sollen. So grammatikalisch haben Sie früher nicht so ganz aufgepasst. So viele Unsen in einem Satz habe ich noch nie gehört, aber gut. Nancy, du bist auf der anderen Seite jetzt mir gegenüber, ne? Komm mal Ja, nicht ich mehr zu guck. mir rüber. Nein, 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 mache ich nicht. Ich habe Nee, sogar es eine. geht nur darum, dass oben an den Ruinen, glaube ich, jemand ist. Habe sogar gefunden, eine Möglichkeit gefunden, mich hinzuhocken und einen besseren Überblick zu haben und darf aber mit meinem Kopf nach unten zu gucken. Nee, ich glaube, wir haben oben an den Ruinen einen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Das wäre nämlich auch ein perfekter Blick. Ja, aber nur, wenn man ein richtiges Sniper hat. Ja, das ist sicherlich, wenn man ein richtiges Sniper hat. Ich denke mal, Ja, die haben die, eine die wir haben, richtige. zählt Kannst du nicht. das gerade mal positionieren im Gruppenchat? Also markieren auf der Karte. Welche Taste ist das für dich? Na, Oder du schaltest unten um, bis du auf Gruppenchat, auf Gruppenkanal bist, dann einmal M klicken, dann Doppelklick auf die Stelle und dann halt irgendwas, irgendwas wie hier oder da oder Dings, und dann auf OK und dann sehen wir das. hab da. Thank you. Bleibe hier. Gucken wir mal. 1,1 Kilometer, okay. Locker. So laut Markierung, ja. 1,8 Kilometer kriegst du damit locker hin. Die Schnibber, naja, gut, die M320 schießt auf 3 Kilometer, wenn du das kannst, ja. Ja, es geht ja auch um Bullet Drop. 1,8 Kilometer ist ein easy Hit. Achso, ja, logisch. Sagen Sie mal, gibt es hier kein Licht? Ziemlich dunkel herin. Nee, leider gibt's kein Licht. Wenn Sie mal die Stromrechnung bezahlt hätten, oder ich. Ja, ist ja Ihre Bude, Sie müssen das zahlen. Ich gebe Ihnen gleich was, was hier unsere Bude ist. Unsere Bude, was soll denn das heißen? Außerdem ist das ja ein gewöhnliches Wohnhaus, bloß der anderen Oh, architektonischen jetzt ist Art. aber dunkel wie ein Bärenarsch. Ja. Ich hab Nein. Auf alle Fälle. Du hast ja Night Vision, oder? Ja, ich hab Night Vision, aber nennen Sie nicht. Doch, ich habe Ich Nancy. habe eine Night Vision, er hat sie mir gegeben. Ja, ich bin jetzt halt der, der kein Night Vision hat. Ja gut, da bleibst du halt unten eher auf die Geißel aufpassen und dann müssen wir halt versuchen, hier einen Überblick zu behalten. Aber du siehst halt. Ich sehe nicht, dass ja, das ist alles geil. Ich sehe halt draußen was, aber ich sehe hier in Ja, diesem in den Schießfeld. Ruinen oben links, Ja, glaube ich, ist ein Wojtek, einmal Pixel. mitkommen, bitte. Okay. Oberste Fenster auf der Der linken noch? Seite. Kann natürlich auf die Distanz vom Zoom her immer verschwinden, ist ja ganz normal in Arma. Und Einmal hier bleiben, bitte. Einmal ergeben. Jawohl. Ist jetzt gerade wieder hell geworden. Schiff V? Ja. Nicht. Ja, aber wenn er schon Steuerung V. positioniert ist, dann werden doch Steuerung hier V. noch mehr Leute sein. Also deswegen, die sind ja bestimmt nicht alleine gekommen. Jo. Darf ich mal Ah, sehen? jetzt an der Stelle bereue ich es übrigens, dass ich keinen Sniper habe. So, ich schreibe den Bullen jetzt gerade nochmal, wie es nur aussieht hier. Lass mich eben schreiben. Ja, bitte. Kurz wird er helle, das ist ganz komisch hier. Ich habe geschrieben, Achtung, ich habe geschrieben, Sie nutzen Ihre Kräfte, um Quads Ruhe. zu beschlagnahmen. Sie sollten das besser ernst nehmen. Nur noch 30 Minuten für die Aktion. Ich will aber raus, um zu sein. Ist ja langweilig hier. Da bedanken Sie sich dabei Ihren Kollegen, die hier anscheinend nicht aufschlagen wollen. Schlechte Positionierung vom Winkel her, Nancy, sieht er deine Beine. Ah, McManus ist das, Entschuldigung. Ja, der steht immer an dieser blöden Kante hier auf. Jetzt bin ich mir sogar fast ziemlich sicher, dass da oben jemand war, weil jetzt kann ich nämlich durch das Fenster durchgucken. Okay.
Mit was? Achso, du spottest den mit deinem Visier, oder? Nee, ich bin Third Person und zoome minimal ran und orte Pixel. Einfach ein Bild die ganze Zeit angucken und gucken, was sich bewegt. Wie zoomst du ran? Rechte Maustaste. Ungefähr 5 Meter mehr kann ich damit gucken. Achso, ja. Jetzt ist es wieder finster. Da oben ist, fährt ein Fahrzeug. Was heißt da oben? Offroader. Definiere. Ah, okay, ich sehe es, ich sehe es. Ja. Welche Seite? Strandseite, Deine Uferseite? Seite Richtung Westen. Dann Bei Strandseite. 200, bei 240 Grad ungefähr. Strandseite, er ist ja Also er neben kommt mir. jetzt auf der Strandseite runter, denke ich mal, die Straße. Den kann ich ja nicht sehen. Da, wo du markiert hast. Das ist dann Strandseite. Das ist ja wohl Inselseite, wo ich Ja, markiert habe. Inselseite, genau. Und da kommt er runter Richtung Strand. Wenn er denn runterkommt. Ja, er kommt runter. Können Sie ruhig rausschauen. Sehen werden Sie da eh nichts. Da kommt er runter. Ich sehe ihn. Ist das ein Offroader? Ja. Es sah Das ist aus ein wie ein Offroader. Offroader, Das sind ja. zwei Offroader. Da kommt noch einer an. Wieso biegt er ins Gelände ab? Ja, der wird Können Sie sichern. gerne Und der eine fährt direkt. rausschauen. Dann werden die da oben an den Mühlen, rechte Durchhalten. Windmühle, da steht irgendwas Helles, Weißes jetzt auch. Alles klar, ich guck. Ich beobachte die Ja, ich sehe Windmühlen. es ja. Bei den drei Weiß Mühlen? alle Wind, die drei? Ja, und rechts neben der dritten Windmühle, von die wir sie sehen, steht jetzt auf einmal so ein heller weißer Kasten daneben. Sieht genauso aus wie die Offroader. Okay, aber das Problem ist, die werden uns bloß von einer Seite angreifen, ist doch Quatsch. Naja, das ist die einzige Seite, wo sie Höhenvorteil haben. Von rechts kannst du nicht schießen. Problem ist, von da aus treffen sie uns auch. Eben, von links haben die Vorteil. Deswegen müssen wir die Person. Nein, schreibt mal bitte einer, der unten drin ist, dass wir die Person haben wollen, die hier mit uns verhandeln will. Ja. Was macht er da? Da steht er einfach nur rum. Der soll jetzt mal rankommen hier. Das wird der sein, der jetzt wahrscheinlich eine Nachricht schreibt und das Geld bringen will. Und ein Offroader ist weiter links in den Wald gefahren. Ich komme zu Ihnen und werde verhandeln. Kumpel 120. Das wird der sein, weil der fährt jetzt weiter. Und der fährt langsam weiter. Der macht es eigentlich ganz geschickt. Und oben am Fenster ist wieder der schwarze Pixel jetzt. Ich glaube, die haben da oben den Sniper. Okay. Aber du wirst von der Wurst nichts treffen Ich können, kann nicht ne? gesehen werden. Nee, nee. Nee, Ach, treffen. Quatsch. Wenn ich mich zeige, bin ich tot. Der Offroader ist mir aus dem Sichtfeld verschwunden, Ja, mir obwohl auch. das eigentlich nicht sein kann. Jetzt kommt Okay. er. Jetzt ist er wieder in den Bäumen Ja, ich aufgetaucht, sehe ihn kommt direkt genau. auf uns zu. Genau jetzt trifft er die Kreuzung. Der fährt aber auch schön langsam. Ja. Wie lange sind Sie denn schon auf Alte Vercheck? So, Randy, sag mal, die sind das Reden jetzt einstellen. So, die Herrschaften, jetzt Sind wird Sie mal jetzt hier in die Bayern? Gusche gehalten und die Gusche wird erst dann wieder aufgemacht, wenn wir sagen, haben wir uns da verstanden, wir sind ja nicht bei Wetten, dass oder bei Talk oder was weiß ich. Das ist ein Trick, dass der immer Ja, hält. schauen Sie mal nicht so Ja. aggressiv, ey. Ich weiß, was der vorhat. Klappe halten. Gusche jetzt hier unten. Sonst wäre ich hier oben aggressiv. Und wenn Frauen aggressiv wären, ihr wisst Bescheid. Dann werden sie unpässlich. Der Typ in dem Offroader hält immer nur an, dass wir uns zeigen und auf ihn drauf zielen sozusagen. Ja. Und dann ist einer von uns Da weg. bekomme ich nämlich Insta-Migräne. Das ist Ich kein bin gutes schwarzer Zeichen. Richter, ja? Das Problem ist, die sehen Sie von hier aus bleiben die da Tür. stehen, wo Sie stehen bleiben, und Sie bekommen sofort eine Kugel in den Ich Körper. Haben würde Sie nicht wieder verstanden? ins Gebäude reinkommen. Ja. Okay. Einer von uns dreien muss aber ins Gebäude reinkommen, weil sind sonst drei auf dem Dach. Ich bin Soll hier unten bei ich? den Geiseln halt. Ja, genau, du bist alleine. Ja, das ist ja das Problem gerade. Und wir sind auf Nancy, dem es Dach. wäre schön, wenn du reingehen könntest, weil ich hier nicht über die Kante komme, ohne aufzustehen. Ja, ich bin unterwegs. Okay. Ich bin drin. Ja. Fahrzeug Mach kommt. die Tür zu. Einfach zum Das ist kein Schutz. Offroader, das ist ein Hatchback, oder nicht? Ich kann nur durch die Luke ein bisschen gucken, also. Das ist Na, es kein. ist ein Ne, ist Offroader. ein Es ist ein Offroader, ein Offroader, weißer, ja. ja. Haben wir jetzt Wir gesehen. haben sogar in Inseke. Aber ich verliere ihn jetzt aus dem Sichtfeld. Hey, ich hab noch ein bisschen. Also, ich höre ihn ja noch zu Ende. Schreibt den jetzt Er mal, dass er nähert jetzt mal sich. ja ein bisschen Latte geben, ansonsten. Boah. Herr Sachsen, jetzt bleibt es Ab mir. jetzt steigen Sie aus da unten! Stehen Ruhe, bleiben in verdammt dem nochmal. Pickup! Ich kann dir sogar jetzt Unterstützung geben. Wenn ich nämlich auf der Treppe eine Position einnehme, dann kann ich sogar auf den Berg mitgucken, wo das Haus zum Beispiel ist und so. Wenn Sie in das Gebäude reinkommen sollten, Waffe erstmal wegpacken, beziehungsweise Sie nahmen eh keine Uniform an, mit geduckter Haltung rückwärts reinlaufen. Einer muss ihn abholen unten. Ja, Ich bin mach das dabei. eben. Aber dann mach du das von mir aus. Ja, ich passe auf die Typen auf. Also.
Ja, gut. Geh du. Warte, warte, ich gehe schon. Bin schon Ihr bleibt alle unterwegs. beide stehen, wo ihr seid, sonst Ich bin ihr doch nicht wisst, schon wo hier die unten, Kugel Mensch. landet. Du bist schon unten. Ja, ich bin hier. Sowieso tot, wenn du Ich öffne kumpelst, die dann weiß ich, dass du Tür. knallst. Ja, geht durch die andere Tür. Hier, so, Ja, zack. Jack, dir wirst wahrscheinlich eher einen Arsch schießen, weil sieht gar nicht so schlecht aus. Obwohl, warum drauf schießen, wenn es gut aussieht, ne? Ah, Also der dann kommt doch der rückwärts Kopf. gelaufen, ich sehe ihn. Ja, ne? Ich mache hier keine Hoffnung. Ah, komm, Bin auch verheiratet. ich gehe mal nicht ganz runter, oder? Leg dich am besten auch, wie gesagt, da wo du gerade im Turm bist, hin, weil die könnte ich da halt dementsprechend spotten. Beziehungsweise Nicht auf meinen Kopf fallen. Ich weiß, das ist schön, aber. trotzdem, um auf der Reihe kuschen, Naja. bitte schneller rückwärts die Treppen hochzuheben, Ist oder? ja noch der nicht mal andere bei schon den da? Treppen. Frag ihn direkt als erstes, wo der zweite Pickup ist. Wo denn der zweite Pickup? So, Kumpel, einmal die Treppen hochkommen. Das ist ein bisschen schnell. Warum befand dein Kumpel? Schickt mich doch nicht. Meine, was? Kann ich Ich rechts weiß abbiegen, nicht, wenn ich warum will? der Zügig, gerade. zügig. Komm, zügig, zügig. Sie können nicht Auto fahren, sie können nicht fliegen, sie können vieles nicht, aber wenigstens rückwärts die Treppen hochlaufen können sie doch, oder? Habe ich noch einen, der mich hier, der noch mit rumguckt? Da sind alle drin jetzt. Sind jetzt aktuell alle drin. So, Okay. einmal ganz nach oben. Kann sogar Und nebenbei noch ein bisschen spotten, wenn du gut, willst. Von komm der in den Burg. Raum rein, in den Raum rein. Strandseite. Nancy, du hast Strandseite ein spotten. Halt, Nachtsicht. halt. So. Ja. Herr Kumpel, legen Sie Ihr Nachtsichtgerät ab sofort. Ach so, du hast ja das von Randy, da hat Randy jetzt Naja. auch eins. Nochmal die Antwort, wo ist der zweite Pickup? Die Wo ist Antwort soll der schnell zweite kommen. Pickup überhaupt zur Hölle? Hätten wir ja auch noch gerne Antwort. Das kann ich Ihnen genau nicht sagen, weil ich selber gerade ihn nicht sehen kann und auch nicht sehe. Ja, aber Sie ich. müssen den nicht sehen. Fragen Sie über Funk nach. Stellen Sie doch nicht Stimme an, wie Sie sind. Ach, Night Vision, das ist ein Und einmal Segen. Steuerung V drücken, um sich zu ergeben. Oh, noch eine Geisel. Ist ja cool. Langsam wird's aber richtig kuschelig hier. So, sag ich, So, sie ja. sind da mit zwei Pickups gekommen. Einer ist noch hinter ihnen gefahren. Der ist abgebogen. Ich gehe Wo mal ist der weiter eine Etage hingefahren? höher zum Spotten. Thank you. Der ist in den. Der ist Ja, sagen Sie jetzt nicht, der ist im Wald in den gefahren. Wald gefahren. Ja, jetzt sagt er, er ist im Wald gefahren, das glaube ich nicht. Der Oh, Fahrer total oder die schlau. Beteiligten in dem Pickup sollen einmal aussteigen und in die Luft schießen. Drei Schüsse maximal und die direkt hintereinander. Ich will sie spotten können. Und das Ja, bisschen Moment, ich muss zackig. durch. Und schön über Funk, dass wir mithören können. Tino, nie die Tür im Rücken haben. Immer irgendwie auf Warte, die Tür ich, gucken. Dalu, ich komme wieder. Ich krieche raus zur Tür raus, damit ich dir helfen kann mit dem Spotten. Rauskriechen würde nichts bringen. Du kannst direkt Ja, rausrennen. Verhandlungsperson für Ob du am Tino. Kriechen bist oder nicht, er wird dich sehen. Position dreimal in die Luft, damit die Geiselnehmer Okay, ich bin da. nicht zuhören können. Sei mal kurz leise jetzt, ich will die Schüsse hören, wenn er jetzt aussteigt. Randy, wollen wir den mal direkt vor die Tür stellen? Sie haben mir gesagt, Sie haben keine Waffen mit, wir wollten das hier friedlich lösen. Genau, morgen kommt aber Dann einer soll er die nebenan. Hupe, dann soll er dreimal hupen, das ist mir auch recht. Verstanden. Nicht so genervt. Oh, Mal ein Nancy. bisschen fröhlicher hier, immerhin wollen sie doch alle nach Hause gehen. Die Herrschaften haben hier Kinder, lebende Kinder. Den Rest kennen Sie ja schon, hab ich ihn schon geschickt. Die Herrschaften haben Kinder, lebende Kinder. Sollen sie tote Kinder haben? Ja, aber das würde jetzt zu unmoralisch sein. Wenn Jetzt. die Hupe nicht gehen sollte, ist das für ihn ein Nachteil. Also, wir haben drei Geiseln hier. Wir erschießen einen, wenn die jetzt nicht hupen. Fertig. Hast du das gerade ingame Es gesagt? kann auch sein, dass wir das nicht hören. Es kann auch sein, dass wir das nicht Ach hören. so. Hier sind drei Geiseln. Das heißt, wenn die jetzt nicht hupen, wenn wir bis drei gezählt haben, werden wir eine Geisel töten, egal welche. Natürlich nicht ganz so egal. Die Polizisten werden natürlich bevorzugt Ich am Leben korrigiere. lassen. Dafür gibt es am meisten Kohle. Verstanden? So, jetzt bin ich wieder. Ja, das ist schön, wenn Sie Wieso da sind. Was sind Sie ist so? denn jetzt? Sie sind eine unfähige Kontaktperson, wissen Sie Ja, das? die Herren haben noch keine klare Antwort gegeben. Ja, das ist jetzt. Das ist ja auch keine Verhandlung, ist auch kein Ja- und Oh, was soll Nein-Spiel. der 10 Sekunden, dann ist die Hupe da. Ansonsten stirbt der Jack und seine vier Kinder, die da noch lebend sind und ach, was weiß ich. Den. Wir haben seinen Ausweis sowieso Ja, schon abgenommen. Wir wissen, wo genau. er wohnt. 10 Sekunden hupen, sonst stirbt die erste Geisel. Genau. So, 10. So sieht's aus. 9. Jack, einmal mitkommen. 8. Einmal mitkommen, sofort.
Sieben. Kann sein, ab ein paar hundert Metern hören wir es nicht. Sofort mitkommen. Sechs. Fünf. Einmal zur Tür raus. Und schön langsam. Die Treppe runter. Fünf. Die Treppe runter. Unten auf das Podest stellen, stehen bleiben. Moment, Moment, Moment. Was hat der Rekrut getan? In die Luft geschossen, obwohl er keine Waffe mit hat? Einmal der Rekrut hat in die Luft geschossen, obwohl er keine Waffe mit hat. Wollen Sie uns eigentlich verarschen? Und ergeben. Der Rekrut? Gehört der Rekrut nicht mit zur Polizei? Der gehört ja eigentlich nicht zum Einsatz, aber wir haben trotzdem einen mit. Ah ja, so ein bisschen zum Ausbilden oder was? Frag mal bitte, wer den Einsatz leitet. Wer ist hier der höchste? Wer leitet überhaupt diesen Einsatz hier? Wer ist denn hier dieser Koordinationspartner? Die ja bestimmt nicht, oder? Ich meine, ich kann es mir vorstellen, wie das hier abläuft. Das ist meines Wissens nach Andi. An ihrer Stelle würde ich jetzt gerade kurz nicht lachen. Dieser Rekrut, der ist ja jetzt relativ neu dabei, wahrscheinlich auch noch relativ jung. Die Antwort war, sie sollten in die Luft schießen. Ob es ein Rekrut ist oder nicht, ist mir da völlig egal gewesen. Das haben sie ja uns verschwiegen, weil sie sagten, er hat keine Waffe dabei. Besagter Rekrut stellt sich jetzt auf die Kreuzung vor den Windmühlen, in unserer Sichtweite, 500 Meter von diesem Tower entfernt, auf die Straße. Und sag mal, Dalu, kannst du mal noch durchsagen, dass die erste Geisel schon auf der Plattform steht? Da können Sie ruhig mal hinschauen, die wird nämlich dann als erstes erschossen. Also in der auf die Kreuzung, auf der Karte sehr schön zu sehen. Also dann zu unfähig sein, eine Kreuzung ist, wenn es geradeaus, also nach Norden, nach Süden, nach Westen, nach Osten geht. Das man weiß es nicht. Vielleicht wissen sie ja nicht aus, wie ein Kreuz aussieht. Und wenn der Rekrut seine Waffe nicht in der Hand hat und er sie weitergegeben hat, weil ihr noch Waffengewalt benutzen wollt, dann wird das nicht übel oder beziehungsweise nicht gut für ihn enden. Es wird dann sein erster und letzter Einsatz gewesen sein und Rekrut ist sein höchster Rang gewesen. Glückwunsch. Hat er es weit geschafft. Ja, Essen und Trinken nicht vergessen, Leute. Per Funk die Meldung reinbekommen. Oh, danke, dass du es nochmal sagst. Beziehungsweise, dass wir die Verhandlung gerne starten wollen würden und das Geld übergeben und dafür die Geiseln dann. Das können wir gerne dann besprechen, wenn sich der Rekrut dahingestellt hat und diese Aktion wird nur ausgeführt, weil sie uns angelogen haben. Und wir wollen ja auch zeigen, dass das mit uns nicht zu machen ist. Also der Rekrut auf die Straße. Mit Waffe. Und zwar heute noch. Ich geb's durch. Eine Flasche. Du bist unfähig. Der besagte Rekrut soll sich dort auf die Position stellen. Und dann können wir verhandeln. Diese Aktion nicht weitergeführt. Ja, und außerdem soll er sich beeilen, statt für morgen Robbie Williams Karten. Aus. Jetzt, los. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ja, Mann, Setzer. Versaut mir mein Date. Mann, Mann, Mann. Kumpel ist wirklich unfähig. Ja, Kumpel, falls du das dann irgendwann mal auf YouTube siehst, ne? Grüß Gott. Aber das ist irgendwie blöd. Ein bisschen mehr AP aus den Jahren ist ja schon schön. Ja, die versuchen irgendwie das Ding zu spotten, um es zu stören. Ja, das ist mir schon klar. Wir hätten normalerweise so mal darauf hinweisen können, dass wir wissen, wo der Sniper ist, also so mal zwischendurch mit einbauen lassen. Ja, also unser Sniper hat lass uns die Info noch. Lass uns die Info noch, ey, die noch geheim gehalten. Wenn die einen Schuss machen, sterben ja alle. Egal. So, was hat der Rekrut jetzt für eine Ausrede? Der müsste jetzt unterwegs sein. Ja, dann war ich mal gespannt. Mit einer Pferdekutsche oder mit einem Karnickel oder was dauert denn das so lange? Ich hab so ein kleines Gefühl, dass gerade irgendjemand der kleine Finger juckt. Der Zeigefinger und so. Also, ich habe es. Also, die Waffe wird nicht lange jungfräulich bleiben, oder, Dalu? Ich kenne ihren Rekruten ja nicht, aber ich würde ja immer meistens erfahren. Ja, erzählen Sie ruhig. Der steht auf der Straße, glaube ich. Kann das sein? Siehst du ihn? Ich dachte, ich habe gerade jemanden gesehen, ja. Der Rekrut ist also auf der Kreuzung. Ja, also, dieser Rekrut soll Lisa Lohan heißen. Er müsste da irgendwie gleich kommen.
Irgendwie Ja ist gut, gut. dann sagen Sie direkt mal Bescheid, wenn er da ist. Und er sollte die Beine in die Hand nehmen. Wenn er Ballast dabei hat, soll er es abwerfen, nur die Waffe nicht. Geben wir ihm noch 2 Minuten, spätestens. Aber schön, dass Sie mir seinen Namen gesagt haben. Manchmal will man auch gerne wissen, wen man da erwischt hat oder beziehungsweise gesehen hat. Wir wissen ja nicht, wie das Ganze endet. Grüßen Sie ihn schön. Mir wurde gerade mitgeteilt, dass Erik so verdurstet ist. Oh, das glauben wir jetzt aber nicht. Sie können den Chat scrollen, dort steht, dass er gerade verstorben ist. Sehen Sie, was ich im Chat lese, ist ein böser Bube. Sag mal, Ja, ich. seid ihr eigentlich zu unfähig zu allen? Ich meine, Sie sind zu unfähig zum Autofahren, zum Fliegen, scheinbar zum Rückwärtsgehen und scheinbar zum Verhandeln. Was kann diese Polizei hier überhaupt? Soll Ich man gleich hoffe, ich einmarschieren? hoffe. Ich hoffe ernsthaft, Sie sind nicht unfähig zu atmen, weil das Ja. könnte tödlich enden. So, wir wollen das Ganze ja auch noch ein bisschen verhandeln. Friedlich geht das Ganze jetzt nicht mehr zu 100%. Alleine, weil Sie wegen den Waffen gelogen haben und einen Rekruten verdursten zu lassen, obwohl Sie hier mit 4 Leuten antanzen, ist A eine Frechheit, beziehungsweise und auch gelogen. Darf ich Einer schießen? von Ihnen Leuten bekommt jetzt eine Kugel ins Bein. Sollte er es überleben, ist es schön für ihn. Sollte er dran sterben und verbluten, habt ihr Pech gehabt. Danach können wir verhandeln. Noch so ein Ding und ihr seid alle tot. Verstanden? Darf ich auf den Kumpel schießen? Ich habe genau seinen Fuß im Auge. Das ist sein Fall, das Schießen ist ein auf ihn Verhandlungspartner, überleben? schlecht, wenn der Ach stirbt. so, dann machen wir den hier. Ey, Okay. warte, der hat doch Check unten. Was? Ich hab Check und Check einmal hochkommen. Check mal einmal hochkommen, die Frau will schießen. Check Ich einmal muss langsam hochkommen. schreiben, Aus sonst bleibt mein PC Sidechat! wieder hängen. Sonst kommt selbst der Buchstaben raus. Warum Aus heißt denn hier Sidechat! Herr Polizist, kümmern Sie sich mal, dass die Musik, die hier irgendwie durch irgendwelche Radiowellen aufgespielt wird, aufhört. Okay. Erik oder so soll. Wer war das? Ich. Vorher ankündigen, Das ist nicht so schwer. war doch ange... Du hast doch selber angekündigt, du hast gesagt. Ja, aber du kannst doch sagen, dass du jetzt schießt. Das ist so ein Trick. Der funktioniert ganz gut. Draußen läuft Ich übrigens habe einer. jetzt geschossen. Wo läuft einer? Ich weiß nicht, ob einer von euch gerannt ist. Ansonsten von mir aus unten rechts, Strandseite. Ich habe es nur gehört von den Schritten her. Kann aber auch unter mir im Das Haus kann nicht gewesen sein. gewesen Hat er sein. es überlebt? Ja. Weiß ich nicht. So. So, ihr Kollege lebt noch. Was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt verhandeln? Okay, dann hören Sie erstmal Ihren Funk ab und teilen Sie es uns bitte umgehend mit.